So, und wenn ihr den Kollegen nicht mehr mit aufs Feld nehmen wollt zum Fliegen, dann habe ich heute was für euch. Bis gleich. Willkommen meinen FPV-Verrückten hier auf Black Forest FPV. Ich bin euer Bob und heute geht es um was, was uns das Leben als Piloten auf dem Feld sehr stark erleichtern wird. Es geht um den Speedybee Bluetooth USB Adapter und ich würde sagen, den schauen wir uns heute genauer an. Das Teil kostet unter 20 Euro, hat für mich einen super guten Nutzwert und ich würde sagen, wir gehen zur Werkbank. Ich packe das Teil nochmal aus, gehe nochmal über die Bauteile, zeige, was ihr alles bekommt. Und zeige euch auch gleich kurz mal, wie man das übers Handy benutzt. Also, wir sehen uns gleich an der Werkbank. So, alles klar. Dann schauen wir uns den Kollegen doch mal an. Dann bekommt eine kleine Gebrauchsanweisung, wie der anzuschließen ist. Da steht 2 bis 7, manchmal steht 2 bis 6 S-Lipo. Auf der Produktseite habe ich schon 2 bis 8 S-Lipo gesehen. Ich meine, eigentlich 6 S-Lipo reicht ja mal gemein. So, das XT60 ist auch schon mit dabei und der Schrumpfschlag auch, sodass man das alles wunderbar schön einschrumpfen kann. So, schauen wir uns das Teil nochmal genauer an. Also, hier die drei LEDs. Die erste rot für Strom, Power. Die zweite für Verbindung zum FC. Und die dritte, das ist die blaue, die zweite. Und die dritte, die grüne, ist dann, zeigt an, dass ihr eine Bluetooth-Verbindung habt zu eurem Smartphone. Das hier ist dann die Bluetooth-Antenne. Hier haben wir ein bisschen Quatsch zum Voltage Regulation. Das ist dieser CP210, dieser... Diese USB-to-UART, genau. Hier haben wir dann einen F3 drauf, der das ganze Zeug managt und regelt, also easy. Ansonsten ist sonst nicht viel zu der Platine zu sagen. Finde ich, ist ganz cool, sehr kompakt. Und was mir auch gefällt, ist, dass hier der USB-Anschluss mit ziemlich langen Lötstellen, also da auch ein bisschen drauf geachtet, dass man da halt mit ein bisschen vielleicht der Akkuzug drauf ausübt oder Scherkräfte, dass das einigermaßen stabil ist. Finde ich ganz geil. So, ich würde sagen, wir gehen mal kurz zur Funktion und dann zeige ich einen kurzen Überblick, wie man das alles mit einem FC sozusagen schnell verbindet. So, dazu zoome ich euch ein bisschen raus, dass ich wieder ein bisschen mehr Platz habe. Also, wir brauchen auf jeden Fall ein Smartphone und einen Flight Controller. Also mal schauen. Hier habe ich gerade zufälligerweise einen rumliegen. Und einen Akku brauchen wir auch noch. Ja, sowas. Der ist auch schon da. Ich noch ein bisschen weiter raus. So, also. Den Speedybee mit Strom versorgen, dann seht ihr, da leuchtet die rote Betriebs-LED. Dann steckt ihr den FC an. Ihr seht, der FC wird mit Strom versorgt und die blaue Betriebs-LED vom Speedybee geht an. Dann müsst ihr darauf achten, dass natürlich bei eurem Smartphone Bluetooth eingeschaltet ist. Und dann öffnet ihr die Speedybee-App. So, dann heißt es hier Tap to Start Scanning. Das machen wir jetzt. Da seht ihr, wie die Biene fleißig wird und da habt ihr auch schon euer Modul. So. Und wenn sich das dann verbindet, seht ihr, habt ihr im Endeffekt das Betaflight.
mit allen euch bekannten Einstellmöglichkeiten. Also, ich suche mal ein bisschen, geht es so? Ja, das hat jemand mal neben dran, dass man das auch so sieht. So. Also, ihr habt hier eure Ports. Ne? Dann habt ihr die Konfiguration, wo ihr alle möglichen Sachen einstellen könnt, auch 32 kHz etc. pp. Motorprotokoll, Bordausrichtung, euer Namen, die Art des Receivers, also das, was ihr im Endeffekt auch auf der ersten Seite im Konfigurator habt, auf eurem PC oder Laptop. Wie gesagt, das ist eigentlich 1:1 umgesetzt. Die Symbole hier sind ein bisschen anders, das stört aber nicht. Ihr habt hier oben dann auch die Übersicht über ein Gyro, Beschleunigungssensor, Magnet, ja eben Kompass, Barometer und so weiter, falls ihr sowas dran habt. Also es ist wirklich eigentlich ein komplettes Betaflight. Die einzige Einschränkung oder das einzige, was ich bisher nicht rausgefunden habe, ob das geht oder funktioniert, ist die Tatsache, neue Firmware auf einen Flight Controller zu flashen. Aber ansonsten kann man alles damit machen, was man sonst auch mit dem Betaflight machen kann. Was die Mitnahme des Laptops zum Feld komplett überflüssig macht. Von daher ist es echt eine schicke Sache. So, dann trennen wir das mal wieder. Disconnect. Ihr seht, die grüne Leuchte ist ausgegangen beim SpeedyP. Und man kann ihn wieder abziehen. So. Und den auch. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zu meinem Fazit. Ich hoffe, das hat euch bisher etwas an Informationen gebracht. So, also kommen wir mal zum Fazit von dem kleinen Teil hier. Ich war anfangs wirklich erst skeptisch, inwieweit es sinnvoll ist oder ob man das braucht. Gerade weil LuaScript und das Betaflight OSD ja viele Einstellungen auch möglich machen. Allerdings, ich muss sagen, seit ich das Teil habe, ist mein Laptop so gut wie, oder mein PC, eigentlich gar nicht mehr in der Funktion zur Konfiguration von Coptern. Es sei denn, ich muss Firmware flashen. Ansonsten stecke ich kurz das Teil an, mache mein Smartphone an, weil das ist sowieso die ganze Zeit an und fahre nicht erst den Rechner hoch. Also ich habe am Anfang gedacht, das ist ein nice to have, aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, jeder, der einen Betaflight Copter hat, also der sollte wirklich sich so ein Teil tun. Oh, mein Copter. Der sollte sich wirklich so ein Teil zulegen. Es vereinfacht das Leben ungemein. Und also ich habe sich, seit ich das Teil habe, viele Sachen kurz eingestellt, die ich sonst ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Wo ich so dachte, ja komm, ist schon in Ordnung. Und meine Copter profitieren einfach vom Flugverhalten, dadurch, dass ich viel schneller Dinge einstelle. Also für jeden, der Betaflight fliegt, eine totale Kaufempfehlung. Eigentlich wirklich ein Must-Have. Und ich verlinke unten in der Beschreibung das Teil auf Banggood, da kostet es 17,45 €, ist ja nicht die Welt, wenn ich überlege, was wir sonst für unser Hobby alles aus dem Fenster werfen. Und kauft euch oder sagt mir einfach in den Kommentaren, was ihr davon haltet und ob ihr euch vorstellt, das in Zukunft zuzulegen. Ich kann es euch nur empfehlen, ich bin sehr zufrieden damit und somit schließe ich das Video und sage danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal hier auf Black Forest FPV. Viel Spaß beim Fliegen, euer Bob. Tschüss.